ein klein wenig leiser. Ich traue dem Ganzen noch nicht so. Ich habe vorhin mal eben Probe gehört schon, da war das noch zu laut. Problem ist momentan, ich nehme wieder ja mit einem alten Aufnahmeprogramm auf, nicht mit DX, sorry. Dadurch habe ich momentan wieder nur eine Spur, deswegen kann ich die Musik nicht noch manuell leiser machen. Denn ich bin momentan zu allem Alten zurückgegangen, damit lief es einigermaßen, mit dem Neuen lief ja alles mehr als durcheinander. So vor dem Krankwerden war das natürlich auch noch super. Wurde dann, keine Ahnung, 6 Stunden für eine Folge habe ich gerendert nachher oder so. Schön. Ja, das war richtig herrlich. Muss ich nicht nochmal haben. Das sage ich euch jetzt schon. So, jetzt wollen wir... Struktur wollen wir. Ja, war richtig. Und zwar brauchen wir 60 Steine jedes Mal. 1, 2, 3... Du kommst auch mit. Eins, zwei. Ich glaube, wir brauchen... Wie viel brauchen wir? Eine. Zwei. Wenn es hochkommt, waren es 3, ne? Ich schau nochmal auf der anderen Seite eben. Wir haben ja Zeit. So ist es ja nicht. Eins, zwei, drei. Okay. 6 brauchen wir insgesamt. Wir haben somit 5. Wir können 4 herstellen. Habe ich das jetzt richtig gesehen? Ja. Dann machen wir gleich noch eine fertig. Ja, eigentlich müssen wir noch eine mehr machen, ne? Falls wir wieder Mist bauen. Achso, und wir haben Level abgekriegt. Genau, ich hatte vorhin schnell ein bisschen... Narkotikzeug noch reingeschmissen. Was gehen wir denn? Wollen wir mal Herstellungsgeschwindigkeitsskill? Nee, eigentlich müssen wir mit Sauerstoff anfangen. Ne? Wir wollen ja auch mal unter Wasser. Dann nee. Na, jetzt habe ich einen Punkt vergeben. Egal. Weil du hast ja nachher den Taucheranzug. Und dann brauchst du keinen. Dann atmest du über die Flasche. Achso, alles klar. Naja, dann glaube ich, hauen wir demnächst in Herstellung, denn ich wüsste nicht, wofür wir noch sonst sind. Oh, Herr, wir haben weg. So, jetzt können wir nochmal schauen, was uns fehlt. Holz. Holz. Ja, da haben wir Holz, bitte. Ich glaube, es klappt sogar, dass wir noch unter Wasser können. Ganz harscher. Ganz haarscharf, sagt er. Ich hätte ganz haarscharf noch meinen ganzen Kopftaucheranzug bauen können. Oha. Ja, da sind wir noch weit von entfernt von den Levels her, dass wir den schon bauen können. Selber. Oh. Das war aber schnell. So, wir machen erst die eine Seite, damit das daran dockt, weil sonst dockt er immer verkehrt. Und wir hätten sonst wieder den Spalt dazwischen. Jawohl, so ist perfekt. So hätten wir das gerne. Ja, nice. So, und jetzt kommt die Holzdecke nur noch drauf. Apex, komm her. Und wir haben die Seite dann auch fertig. Das mit dem Glas machen wir zum Schluss. Also, ne, jetzt bauen wir erstmal von außen ein wenig. Das sah eben so aus, als wenn das hier reinregnet. Ich wollte gerade sagen, ey, Alter, 3 Etagen hier gebaut und dann noch immer Wasser hier unten. Wie geht das denn? Also, wie baust du denn? Na, unmöglich baue ich anscheinend dann.
Schräges Holster? Nein. Die brauchen wir? Ja. Jetzt brauchen wir nochmal in Holz. Die normalen Dächer. Wo haben wir sie? Holzdecke. Da. Okay, wir brauchen mal eben etwas Fiber. Davon haben wir noch genug. Ach nee, schreit sich ja jetzt anders. Moment. Schreit sich jetzt Faser. Ah, ich hätte mal mehr Holz einpacken sollen. Brauchen wir aber nur 3 Stück von noch. Ja, super. Nein, nein, nicht super. Stopp, wie kann ich abbrechen? Mist, eben. Da. Jawohl, den richtigen Knopf gefunden. Okay, eigentlich wollte ich das auf der anderen Seite umbauen nochmal. Mir gefällt der Eingang nicht, wie wir das da geregelt haben. Im Endeffekt. Hätte ich den dann doch gerne hier. Das heißt, wir machen das auf der anderen Seite schon anders, bauen das hier nochmal um. Ein klein wenig. Ja, doch. Genau so werden wir es handhaben. Da bin ich ganz dafür. So. Also, hier machen wir dann den. Ziehen wir mal eben alles raus. Ja, ist ja egal, wie rum das so aussieht. Das ist ein... So. Haben wir auch. Sehr schön. Das heißt, wir können uns mal eben eine Leiter bauen. Jetzt muss ich mal gucken, wie der Herstellung 10 Leitern unter Möbel? Nein. Dann einfach nur unter Holz? Genau. Weiß ja. Ich gar nicht. Ich gebe immer oben ein, wie das heißt. Nee, wir haben das nach Dings sortiert. Achso. Wir brauchen nicht 11 Leitern, um Gottes Willen. Ja doch, unbedingt. Momentan eine, weil wir nur die eine Seite erstmal weitermachen. Wir müssen das gleich erstmal tauschen auf der anderen sonst. Ne, wir brauchen 2 von der Höhe. Ach, haben wir doch mit. Dann müssen wir nicht extra zurückrennen. Herstellen. Jetzt. Jetzt ist die Frage, ich würde sagen so. Nein, er macht es Tatsache. Noch im letzten Moment ist er verrutscht. Ich glaube es nicht, ey. Auf sowas stehe ich ja immer. Und wie? Irgendwas stimmt aber im Moment gerade nicht, ne? So, jetzt. Ich hab anscheinend ziemlich krasse Lecks. Oder warte mal, nie. Ach, jetzt weiß ich, was oben spinnt. Okay, wir haben das soweit fertig. Vorsichtig und der Froschmann. Hahaha.
Ja, na gut, dann machen wir eine Baupause. Wir lernen noch schnell mal unsere Sachen hier rein. Dann seht ihr noch mal ein bisschen was. Hoffe ich. Nicht, dass es zu dunkel da unten ist. Ja, wird leider noch ein bisschen länger dunkel sein. Ist ja erst 3 Uhr. Stimmt. Weißt du, wenn du H drückst, drück mal H. Dann kannst du sehen, wie kalt es ist und wie spät es ist. Falls du mal wissen willst, wie lange noch die Nacht dauert oder sowas. Wieso heißt meiner eigentlich Kippi? Habe ich das eher das damals nicht getroffen oder was? Was denn? Ich sehe gerade. Stimmt, du heißt Kippi. Ist keine Sau aufgefallen. Kippi. Ich weiß jetzt auch warum. Wie wir die erstellt haben, war das doch mit den Einlog-Problemen so doll. Ja, ja, ja. Wo du ganz schnell, ich habe da random 10 Sachen gedrückt und dann Hauptsache irgendwie ins Spiel kommen. Kippi. Ja, geil. Muss ich beim nächsten Mal ändern. Ich weiß nicht, ob man das ändern kann. Bestimmt, irgendwie. Also, willkommen bei Kippi. So scheiße. Naja, egal. Ja, irgendwie geändert kriegen wir schon. Ja, dann packen wir kurz ein paar Sachen rein. Da ist dein Tacho, bist du drin? Oh ja. Nicht erschrecken, die Schwimmflossen schwimmt man verdammt schnell. Okay. So, dann plündern wir uns mal an. Wir gehen noch ein Stück ins Wasser rein. So. Alter, Mann. Oh, wow. Okay, hier haben wir den Hai. Zack. So. Wir sind stark, klar. Ah, wir können es mal ausprobieren hier, mal absaugen. So, ich bin. Jetzt wird ja alles dunkel sein unter Wasser, ne? Oder so halt so bläulich. Jetzt muss man das Mausrad nach vorne machen. Wow. Vielleicht geht es in eine andere Optik und. Also so in Third Person und dann genau. Halt besser gucken unter Wasser. Ja, nicht dann schlecht. Bringt's, dann bringt die Taucherbrille was. Ja, dann. Das haben wir, ne? Das ist ja mal cool. Tja, dann würde ich sagen, wo bist denn du? Ich bin runtergetaucht. Oh, wie schön, Glitzer, Glitzer, alles Perlen. Der ist runtergetaucht, ich sehe den nicht. Warte, vielleicht sehe ich dich ja. Ich komme einfach mal an die Oberfläche. Ich glaube, da oben bist du. Ziemlich groß. Ja, da bist du. Wir sind neben dir. Achso, da. Bitte. Schwimmen wir mal in die Tiefe. Okay. Das ist dann eher so das Spektakulärere. Und deiner ist um einige schneller. Ja, ist halt besser. Da sind wir. Hätte ich einen zweiten Sattel dafür, dann ich hätte ja noch einen. Ja, beim nächsten Mal. Da prescht der Hai davon. Nee, wir müssen mal kurz anhalten, nochmal recken. So, energiegerecht, weiter geht's. Oh, was haben wir denn da? Da haben wir noch einen Hai, oder? Nee, der Vieh. Du irgendwann meins an. Mann, ist das hier dunkel. Ja, wir sind jetzt auf der Welt zu sehen. Wenn wir jetzt runtergehen, deshalb auch so dunkel. Hier ist eine Wand. Oh, uns ist kalt. Aber nur. Hast du Eiswürfel oder nur die? Nö, nur eine Schneeflocke. Alter, warum ist denn hier alles eine Wand?
man ja gar nicht richtig runter. Da hinten. Ja, ist das gut? Nee. Hier kommt man noch runter, oder? Die ganze Zeit dunkel. Ich muss mal die Ansicht ändern. Ah. Boah, hier sind noch mehr Perlen. Ja, hier sind wir wirklich tief hier. Also, ihr seht wahrscheinlich gar nichts mehr außer das Leuchten. Das Schlimmste, was uns hier begegnen könnte, wäre Moser. Da müssen wir auch Reis aufnehmen. Ein sicher Brand. Okay, da kommen wir nicht weiter. Juhu. Oh, wow, wow. Was denn? Nicht weiter. Ach, da hinten. Was Großes. Das ist Moser. Können wir da gucken? Wo ist denn mein? Was ist da? Achso, man muss abmounten zum Schauen oder was? Genau. Das ist ja eine miese Nummer. Das Ding ist. Ich weiß nicht, komm. Nee, er schwimmt weit weg. Also, wenn du dich fährst, dann kannst du ihn halt sehen. Ich muss bei den Hai erstmal wieder hier richtig stellen. Wohin willst du denn eigentlich, Alter? Fahr weiter runter. Der wollte nicht schwimmen. Oh, hier ist er doch! Hau ab. Alter! Hau los! Wie kommt der denn hier? Nach oben, der hat eine gewisse Hitbox, wo er nicht, also er geht nicht höher. Genau. Alter! Oder? Nee, das ist ein Hai, der dich angreift. Nee, das ist ein Minitüffchen, der mir hier kuschelt. Achso. Der kuschelt. War das gerade Schreck? Alter, und was für einer? Der wird hier bei den Delfinen gerade belagert. Ich sag ja, die haben mich immer lieb, wenn ich ins Wasser komme. Hat er dich gehittet? Ich glaube ja. Mich würde nicht mehr interessieren, wie viel Schaden der gemacht hat. Also. So wie ich sehe, gar keinen. Okay, okay. Ja, das ist jetzt so das nächste, was ich gerne haben möchte. Und wie willst du den tamen? Das ist doch der Giga der Tiefsee, oder nicht? Also, wenn ich richtig informiert bin, dann ist es genauso wie mit dem Plesios. Die schwimmen nur auf eine gewisse Höhe. Okay. Und damit nicht mehr. Und wenn du dich da drüber aufhältst, greifen sie dich nicht an. Ah. Also du kannst immer wieder nach oben schwimmen und dadurch schwimmt sie ihn aus der Hitbox. Ach so. Und wenn das mit ihm genauso gehandhabt wird, dann ja, das ist eigentlich recht easy. Ja gut, das stimmt. Die Frage ist nur, wenn er dich einmal einen Hapf mal erwischt, ob du dann tot bist, das wäre scheiße. Mhm. So, jetzt fressen wir so einen Delfin hier. Schauen wir uns heute hier um.